Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Willkommen in York. Willkommen zurück zur Geschichte von Aldemar MacWalter. Willkommen zurück zu Mountain Blade Bananenlord. Es geht los. Wir sind in York. So, jetzt habe ich die erste Folge nämlich gemacht. Da bin ich immer sehr euphorisch. So, jetzt sind wir am nächsten Tag. Und ja, legen wir los in Ruhe und auf ins Abenteuer. Ja, ich habe siegreich ein Turnier hinter mich gebracht. Und die Orte werden noch ewig darüber reden, wie siegreich ich gewonnen habe. Schön wär's. So, wie viel Geld haben wir denn noch? 1000, stimmt. Ich habe ja nochmal Gott sei Dank Geld gemacht. Und bleiben wir erstmal kurz ein bisschen hier, bis ich wieder fit bin. Und dann geht's weiter. Ah, ein bisschen Cola trinken, sehr gut. So. Wir haben zwei, also drei Irish Kerns. Oh, warte mal, sieht eigentlich unser Truppenbaum aus. Irish Kern, Irish Orts. Ach, das sind die. Ach, das sind die Special Units. Yo. Was haben die denn für Bogen? Irish Shigedori. 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 Ich kann das nicht, den Akzent, aber es war schon nah dran. Irish X-Man. Okay. Hatte ich sonst nie. Axtkrieger in meiner Formation ist neu. Und mit Pavol gewaschen. Sind die neu? Nein, die sind mit irischen Perwoll gewaschen. Welches ist das weicheste Shampoo? Der grüne Glücksbringer oder der Topf voll Gold? Oh, ich kann mich echt nicht entscheiden. Solch große Auswahlen. Was haben die denn hier? English Firth Archer. Ach, krass. Guck mal, das sind noch hier ziemlich Firth. Das ist noch angelsächsisch, ne? Und hier ist dann Englisch. Das ist, glaube ich, Viert. Nein, der Viert. Der Viert, das ist der, die ausgehobenen Truppen. Entschuldigung. Aber ja, das ist, glaube ich, noch das alte Wort dafür. Und die haben Speerkämpfer und auch Echse. Ja gut, das ist, ne? Und die haben Langbögen natürlich. Haben die schon die Langbögen? Ja, haben sie schon. Nimm mit. Ein paar Ausländer rekrutieren hier. Obwohl, das ist ja eine Mischpoke hier. Eine Mischpoke! Guck mal, diese 15 Plünderer, die machen wir jetzt gleich weg. Können wir auch jetzt wegmachen. Ich habe nur noch 15 Health, aber ich kann hier nicht ewig rumstehen. Wo ist denn der jetzt? Wo bist du denn? Ah, fein. Haben wir hier so ein... Wir bräuchten jetzt so eine Banditenquest. Nee. Obwohl, können wir machen. Dann kriegen wir Truppen. Und das wird sowieso nicht funktionieren. Hey, so who are you then? Nee, warte. Nee, ich mach das nicht. Oh, guck mal. Ein Kaff. Ist das nicht schön hier? Was ein schönes Kaff. Mann, ich hätte das hier viel, viel früher spielen sollen. Jetzt haben wir wieder Nacht. Ich glaube, der Tag geht langsamer rum. So, dann warten wir, bis Tag ist, weil, ne, ich bin ja nicht blöd. So, das sollte reichen. Gott sei Dank bin ich, habe ich keinen Geschwindigkeitsmalus. Oh, das war wieder ein bisschen ausgeglichen, aber es sollte gehen. Guck mal, das kann ich nicht machen. Gut, Angriff. Und dann weiter, glorreicher Tag für Aldemar MacWalter. Infantry! Oh, wir haben noch einen Bogenschützen. Ich hab den, ach nee, das sind zwei. Archer, forward! Feuern! Achso, ich muss auch schießen. Daneben, super Sache. Einfach nah dran. Ja, habt ihr das gesehen? Welch heldenhafter Schwung. Linie halten! Was ist hier los? Arrows, move. Oh, Entschuldigung, Lancelot. Ja, sehr gut. Ja! Glorreich und wunderschön!
Reden wir von euch, Herr? Ja, natürlich! Ja! Ja, das ist einfach ein Role Model hier. No quarter for the Craven! No quarter for the Craven! Guck mal, wer ist der Bauer denn da? Nein, er ist wunderschön. Okay, das haben wir geschafft. Die wollen wir verkaufen. Weil rekrutieren. Ach, guck mal. Ah ja, genau. Aber ich glaube, ich darf das immer noch nicht, ne? Ne. Bitte? Eigentlich brauche ich ein paar für Quests. Ich glaube, die Gefangenen. Nee, da bin ich zu langsam. Ich glaube, ich behalte es. Ich behalte sie nicht. Guck mal, hier gibt's Holz. Schmieden müssen wir auch bald wieder. Ich habe im Mod immer noch an, dass alle Schmiederezepte frei sind. Oh, da ist Kirkwall. Da können wir uns doch schon mal. Es wird belagert. Tja, das war's dann wohl mit Norwegen. Norwegischem Territorium. Ich wusste gar nicht, dass ich so weit hochgelaufen bin. Was haben die hier auch nochmal andere? Ah ja. Oh, Scottish Light Cavalry. Cavalry. Scottish Niff. Und die haben Schwerter. Das sind dann schon eher die Bataner, glaube ich. Ja, wir haben ein paar Tote, aber... Bisschen Schwund ist immer. Dort reitet er. Geschwind zu seiner neuesten... So, wer belagert denn? Wie viele? 660? 250 Verteidiger. Kann sein, dass die Armeen generell jetzt was kleiner sind. Ja, wir warten mal gerade. Ja, das Nachtkämpfen ist halt... Ich hatte schon mal nach einem Mod gesucht, der gar keine Nachtkämpfe zulässt. Bleib stehen, du Lump! Gibt's doch nicht. We're just harmless travelers. Ja, natürlich. Under my command! Oh ja, das ist gut hier. Die sind im Dorf. Infantry, move! Infantry, raise your shields! Okay, lass sie kommen. Lass sie kommen! Warten! Halt! Ich mache mal einen Screenshot, solange die hier noch unterwegs sind. Guck mal, sie sind bereit. Die Lappen. Nirgendwo sonst findest du mehr Abschaum als hier. Ist das nicht schön? Guck mal. Ja, die dürfen ja durch Wasser laufen, ne? Entschuldigung. Ja, mein Fischerpreisbogen hier noch. Mit Gummifropfen vorne. Oh, das ging ins Knie. Der wird kein Wachsoldat mehr. Ja, meine. Ach, jetzt haben sie was getroffen. Achtung, Kartoffeln! Backplasma! Sporadisches Abwehrfeuer! Oh, das, so kann ich arbeiten. Sind die im Wasser tot? Sehr gut. Dass sie erst die Kartoffeln werfen, ist neu. Heute eine Kartoffel und morgen das ganze Königreich. So. Nochmal in den Hintern geballert. Ja, Männer. Ich. Glorreich. Ohne Gleichen. Werde euch zum Sieg. Bla, bla. Kennen wir schon alles. Sehr gut. Müssen wir jetzt mal verkaufen gehen. Hier haben wir noch ein bisschen Fisch. Ich muss wieder zurück nach Irland. Das ist meine Insel. Ja, 11. Gut, dann können wir mal hier alles verkaufen. Und Turniere müssen wir machen. Jetzt müssen wir rausfinden, was das nächste Turnier ist. Das war auch irgendwo da unten. Kirkwall ist gefallen. Ist nicht! Ich hoffe, es wird auch nie fallen, weil ich kann einen Krieg gegen Norwegen machen. Und, der Mann ohne Banner... Ich wollte das Schwangerschaftszeug rausfinden. Das habe ich vergessen. Ach ja. Aber ich kann es auch ändern. Das ist nicht so das Problem. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Ausstrahlung. Ansehen durch gewonnenes Turnier. Weil das kann ich jetzt eh gut gebrauchen. Solange ich noch Turniere mache,
So, Reitkunst machen wir nochmal ein. Athletik machen wir nochmal ein. Halt, warte, gehen zurück. Athletik haben wir nämlich noch gar nicht. Ich müsste eigentlich ohne Pferd rumlaufen. Selbstdarsteller. Ah, das stimmt gar nicht. So bin ich gar nicht. Ich werde jetzt nochmal 2 in Ausdauer ballern. Sehr gut, so. Es geht alles darum, mit schwerer Rüstung übers Schlachtfeld zu laufen. Aber ich baller eigentlich immer, wenn ich einen Charakter stelle, alles auf Menschenkenntnis. Wegen der Ausstrahlung, Frau kennenlernen, Für und Führung. Handelt eigentlich eher nicht, obwohl ich das eigentlich auch jetzt mal machen sollte. Ne? Ich müsste das mal leveln. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Das ist halt so super, ja, Neuland für mich. So, das York, warte Sekunde, wir fragen mal den Turnier-Beppo. Raymond, der vierte. Taha von Clan Sudanese Tribesman. Oh, ich muss mich hier ins Zeug legen, sonst leveln die weg. Sudan. Ich wusste gar nicht, dass die dort ein Turniere führen. In Pembroke und in Waterford. In Pembroke und in Waterford. So, Pembroke. Pembroke. Brockicus Maximus. Achso, Waterford. Pembroke. Wo ist Waterford? Oh, da oben. Knapp mal Pembroke und dann reisen wir zurück. Auf meine Insel. Jopp, da la, jopp, jopp. Los geht's. Wir werden siegreich sein. Ich weiß es ganz genau. Oh, 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 oh. 17, ah. Naja, komm, wir gehen erstmal zum Turnier. Erstmal zum Turnier. Sonst komme ich da nie an, werde gefangen genommen oder so. Ha, hier gehen die Banner leider auch nicht. Na gut, macht ja nichts. Sie sind eh bald Geschichte. Sehr gut, sehr gut. Arena. So, jetzt nochmal. Wir setzen auf jeden Fall Kohle, aber vielleicht nicht so viel. Aber dann werde ich es doch tun und dann... Und Gruppenkampf. Finde ich immer richtig gut. Wenn so ein gemischtes Ding... Scheiße! Ich muss einfach den... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ich habe noch einen Zweiner, ne? Ist alles gut. Nur der Bogenschütze. Es sind 2 Bogenschützen übrig. Jeweta, Angriff! Komm schon. Ja, habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, es ist Aldebar McWalter auf dem Schlachtfeld. Ja, ganz genau. Ja, nochmal, ich bin der Beste. Oh nein, mein Nemesis. Okay, das ist nicht so meins. Weil ausdauermäßig... Scheiße. Boah. Das geht ja noch. Das ist ja kein gepanzerter Lappen. Ich wette immer nur ein bisschen. So, da müssen wir jetzt reinballern, bevor unser Verbündeter stirbt. Ja! Entschuldigung. Boah. Da kommt der Ist auch ein Waliser. Das ist gut. Wir sind hier... Ja, stimmt. Wir sind in... Das ist Walisien. Deswegen sind die alle so billig.
Siegreich, natürlich. 1500, Alter. Der erste Sieg. Das ist der erste Sieg. Guck mal, und die Welsch, geil. Boah. Zu Brocken, geil. Muss ich auch ein paar rekrutieren hier. Ist das cool, in England zu spielen? Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf den ersten Kreuzzug. Da machen wir voll die Reise nach Afrika. Nordafrika, das wird bestimmt super lustig. Können wir ein bisschen Früchte sammeln und verkaufen. Oder Menschen. So, das Turnier ist vorbei. Jetzt gehen wir handeln. Was heißt handeln? Ich werde jetzt erstmal die Handschuhe anziehen. Guck mal, yeah. So, wie sieht's aus bei Pferdchen? Können wir alles vergessen. Haben wir einen Sattel? Ja, wir haben einen Sattel. Bogen. Ich meine, ich werde irgendeinen finden, aber... Boah, das ist alles für die Katze. Entschuldigung. Ich habe gar keinen Helm. Pass auf, jetzt finde ich bald einen. Haben wir hier neue Sachen? Nee, das ist, hier gibt es gar nichts Neues, ne? Die benutzen den Standard-Layout, glaube ich. Obwohl, das Spangenhelm mit wattiertem Stoff. Das finde ich richtig geil. Aber die Nasalhirnhaube ist eigentlich super. Die gefällt mir eigentlich... Oh, warte mal. Wie viel kostet die? Oh, nee, sorry, warte mal. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Lass mal. Wir werden schon noch was finden. So, dann auf nach Hause. Hier ist ein Hafen, aber doch ist eine Fähre. Gibt's denn hier Island of Man? Nee, ne? Doch hier, aber das ist nichts. Wie viel kostet das? Oh Gott. Gut, dann bleiben wir da aber erstmal wieder. Wie viele Arbeiter will der denn? Peace to you, stranger. Ich bringe euch baldmöglich mindestens 9 Gefangene. Okay. Ich habe, glaube ich, bestimmt keine Entkommen. 6. Okay. Wann eigentlich auch Gefangene kaufen? Jetzt gehen wir erstmal ein Turnier bestreiten. Warte, warte, bis Tag ist. So. Rebellen in Serdetz. Okay. So, 22. Okay, Arena. Das Turnier betreten. Oh mein Gott. Es ist Aldemar McWalter. Oh mein Gott. Okay, endlich wieder. Das ist unser Level hier. Bärenkopf. Naja, das vielleicht nicht. Aber dann haben wir einen Helm. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich flieg raus, oder? Komm schon, Tipp. Ihr Versager! Nein! Ich. Das war alles mein Team schuld. L2P Noob Quit. Rage Quit. Ja, so viel zu den Turnieren. Wo sind die nächsten? Dublin und Kirkwall. Oh, Kirkwall. Jetzt erstmal noch Dublin. Dublin. Vielleicht finden wir noch ein bisschen hier ein paar Räuber und Diebe. Räuber, Iren sind auf Ganoventour. Doch Aldemar der Liebe ist schon auf ihrer Spur. Ist das Schild so schwer, das Schwert geschliffen? Ja, ich hau ja gern rein. Turnier. Nein! Ich hab Zusehen gedrückt. Ah, Scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr mitmachen, ne?
Und das war das Turnier. Was haben wir hier für eine Quest? Braucht Arbeiter. Haben wir schon was am Laufen. Erpressung durch Deserteure. Ui. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das ist, ich glaube, die sind ziemlich gut gerüstet. Wir machen die Aufgaben ja auch, um uns erstmal ein bisschen einzuschleimen. Zugtiere nehmen wir auch nicht. Muss ich Esel und so kaufen oder haben. Und so das große Handelsangebot eigentlich. Die haben auch Quests. Ich kann mich natürlich als Söldner bei den Iren einschleimen. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wer der König ist. Cool. Hier sieht's aus, ne? Echt schön. Meine Güte. Haben sich echt Mühe gegeben. Und es sieht so aus, als wenn der Typ, der Irland gemacht hat, echt am meisten Bock hatte, oder? Sieht gefühlt danach aus. Alter. Ich glaube, es ist nämlich... die Karte gehört gar nicht zu dem Mod, sondern es ist ein Extra-Mod. Die benutzen den. Hier gibt es keine Banditen mehr. Da muss man eine Quest machen, wo wir quasi... tötet die Banditen, dann spawnen die drumherum und dann musst du die töten. Und das gibt eigentlich richtig gut... Na gut, dann nehmen wir die Fähre nach Kirkwall und dann machen wir da noch das Turnier. Weil hier finden wir einfach keine Banditen. Das ist das Problem jetzt hier. Ne? Das ist ein Problem. Ich weiß doch gar nicht, auf welche Version ich hier spielen darf. Na gut. Pay Across. Das ist die billigste. Eigentlich sollte ich immer den benutzen. Irgendwann werde ich sagen, ist egal, wie viel die Fähre kostet. Guck, Karawanen, die haben eigene Schiffe. Kirkwall, ich komme. Keine Sorge. Ich bin bald bei dir. Da, nein, ich muss... Ach, ich muss hier drumherum reiten. Das ist ja fürchterlich. Oh. Ein bisschen Fleisch kaufen. Oder ein bisschen Butter. Ein bisschen Getreide. Schön einseitig ernähren. Und ich hab dann hier so schön Schinken. Getreide. Gemüse her. Nein! Die Schule. Dann gibt's ja auch keine Oliven und so, ne? Das gibt's dann. Eher woanders. Kirkwall. Ja, ist erobert worden. Guck mal. So, auf geht's. Auf einen neuen... Ich muss mal abspeichern ab und zu. Beim Turnier zusehen. Nein. Das passiert noch öfter, häufiger. Keine Sorge. Oh, Streitkolben. Oh, ja. Ich weiß noch gar nicht, auf welche Waffen ich gehe. Vielleicht bleibe ich bei Zweihand-Axt. Ne? Ich glaube, ich mache mal eine Abstimmung, was ich machen soll. Bogen mit... Oder, ich kann auch ja immer umrüsten, was ich habe. Na, oh. Oh, scheiße, es ging mein Schädel. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich so getroffen. Du blöder Sack. Blöder. Sack, das gibt's doch nicht. Ohne Wetten ist langweilig. Ja, Schwerter sind genau mein Ding, Junge. Ja! Oh mein Gott, das ist McWalter. Er hat einen Zweihänder. Ja, ganz genau. Geweiht von Helga der Grässlichen höchstpersönlich. Meine Mutter hieß Helga. Oh, scheiße. Das war krass. Boah. Gibt's doch nicht.
nein! Alter! Boah, der war... Das war Scheiße, ist das peinlich. Scottish Light Cavalry. Ah. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ja, die Quest müssen wir noch machen. Tja, so viel, ja. Ärgerlich. Ich glaube, wir müssen nach Europa, wenn wir richtig Banditen jagen wollen. Das Tolle ist aber, hier sind super viele Sackgassen. Man kann die super schnell quasi in die Enge treiben. Nach Europa, ja. Nein, ich habe alles verspielt. Oh nein. Meine Spielsucht mal wieder. Nein. Okay, oh Gott. Was sagt die Moral? 21. Oh Gott. Komm schon, Banditen. Wo seid ihr denn? Ich glaube, ich gehe die Gefangenen verkaufen. Nein! Rebellion. Hier ist noch ein Turnier. Ja, das könnte ich gewinnen, dann bin ich wieder reich. Das werde ich auch gewinnen. Ganz genau. Dann machen wir ja mal einen Cliffhanger, liebe Leute. Ja, ich muss mit den Folgenzeiten ein bisschen zusammenreißen, weil ne, ich muss ganz viele Videos produzieren. Und ja, das war die zweite Folge Mountain Blade Bannerlord Europa 1100. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nicht vergessen, kommentieren, Like und Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Das ist gleich, aber das ist egal. Und bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Gehabt euch wohl, ihr Lapp und Lapinen.